So Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei mir am Kanal. Heute werde ich euch das Beste, das Schönste, das Robusteste, das... Mir fällt nichts mehr an! Beste Werkzeug der Welt, Freunde! Was ist das? Verdammt! Warum muss man eigentlich sein eigenes Merchandise als Werbung kennzeichnen? Das macht für mich keinen Sinn. Ihr wisst doch, dass es mein Merchandise ist und nicht von jemand anderes, verdammte Scheiße. Deswegen, dieses Video wird unterstützt von mir selber. Also ich verdiene Geld damit und damit bezahle ich mich dann selber. Das macht vollkommen Sinn, Freunde. Ich kennzeichne lieber ein bisschen meine Videos zu viel als zu wenig. Das wisst ihr ja, dass teilweise völlig übertrieben Dauerwerbesender irgendwo steht. Aber das ist es so, das werde ich hier auch ebenfalls machen, damit keine Probleme mit irgendwelchen Medienanstalten passiert. So wie bei Flying Uwe, obwohl das jeder wusste, dass es sein ist. Seine Firma ist, glaube ich. Nicht? Dann nicht. So Leute, aber Spaß beiseite. Heute will ich euch mein eigenes Werkzeug vorstellen, womit man eigentlich die ganzen Handys repariert, Konsolen reparieren kann und so weiter und so fort. Man kann ziemlich viele Sachen damit reparieren. Es ersetzen nicht alle Werkzeuge, aber einige davon, oder zumindest die wichtigsten davon, die mir sehr persönlich sehr wichtig waren. Und ja, ich würde sagen, legen wir direkt mal los, gehen wir direkt mal rüber zu den Reparaturtisch, den ich erstmal aufräumen muss. Kommt mal mit. Oh Mann, ey. So. So, da sind wir endlich an meinem Reparaturtisch. Oh, guck mal, ich rede mit meinen Händen. Hi, wie geht's dir? Mir geht's gut, mir geht's dir. Ja, heute stelle ich hier den Smartphone-Reparatur-Gadget des Todes. Ach was. Ja, wirklich, musst du kaufen. Guck mal hier. Wow. Wow, wunderschön im Holzoptik. Aber es ist Plastik, ne? Also nicht vertun, Freunde, das ist tatsächlich Plastik. So sieht es aus. Also 6 in 1 Tools haben wir hier. Wir haben einmal einen Petalom-Schraubenzieher, gerade für iPhone sehr, sehr wichtig. Dann haben wir hier einen T4, das ist besonders wichtig für Nokia-Handys. Dann haben wir einen ganz normalen Kreuz. Dann haben wir hier einen Spezialschlitz, der ist extra für iPhones. Das heißt, eine bestimmte Schraube, die man normalerweise mit einem Schlitz öffnet. Aber ich habe mich extra dafür entschieden, weil damit es deutlich einfacher geht und man nudelt halt nicht die Schrauben auf. Dann haben wir einen Y-Bit, der ist eher für die Wii-Guide. Denn öfter sind das so komische Schrauben, wo man gar nicht dran kann. Mit diesem Bit schafft man da reinzukommen. Also ist eher für Konsolen gedacht. Auch diese Sechskant ist eher für Konsolen gedacht. Passend für alle gängigen Smartphones, Tablets, Notebooks, digitale Kameras, Brillengestelle und vieles mehr, Freunde. Also wer sich diese Verpackung ausgedacht hat, muss ein Genie sein. So sieht es auf der Rückseite aus. Ich hier nochmal alles erklärt, was es besonders kann. Also ausziehbare Verlängerung mit Einrastfunktion an 10 Stellen, was ziemlich cool ist. Man kann es tatsächlich an die Hand anpassen oder allgemein an den Wohlbefinden. Manche Leute mögen es einfach, wenn die Schraubenzieher ein bisschen länger ist. Manche Leute mögen es, wenn es ein bisschen kleiner ist. Dann haben wir hier alle Bits praktisch in dem Griffende verstaut, was ich ziemlich cool finde. Das heißt, alle Bits sind natürlich am Ende hier verstaut, am Ende des Werkzeuges, was ziemlich cool ist. Also ihr habt immer alle Werkzeuge dabei in einem Schraubenzieher. Einfach zu usen. Okay, wir wollten 4 Kästchen haben, deswegen ist uns nichts anderes eingefallen. Und hier sind nochmal alle Bits aufgefüllt. Und hier steht nochmal alles passend für alle Gänge. Smartphone. Insgesamt ist das Werkzeug 142 mm lang. Wow. Aber man kann das deutlich größer ziehen. Aber das Beste ist der Spruch hier, in Tutu we trust. Also ihr könnt mir ruhig vertrauen. Oder auch nicht. Das müsst ihr selber wissen. So, hier haben wir nochmal mein Logo, Tutu Tools und Premium Hardware. Wow. Was ist an diesem Tool so Premium, Freunde? Die Verpackung. Nein, keine Ahnung, Freunde. Ich muss auch ehrlicherweise dazu sagen, dass dieses Werkzeug natürlich schon gibt. Also wir haben es natürlich nicht erfunden. Das gab es schon. Aber es ist natürlich ein anderes Design. Und ja, und wenn ihr das kauft, unterstützt ihr mich einfach. Deswegen, also, ihr braucht nicht in den Kommentaren zu schreiben, das Werkzeug gibt es schon, das von anderen Herstellern. Wir arbeiten natürlich mit diesen Herstellern zusammen, damit wir das so kreieren können, wie wir es wollen, Freunde. Und ja, ich würde sagen, wir packen das Ganze mal aus. Hört doch mal genau hin, dieses Geräusch ist toll. Oh, Premium-Klasse, man hört richtig, dass es aus Holz ist. Diese Verpackung, Holz, nicht Plastik. Das war natürlich ein Scherz, Freunde, das ist natürlich aus Plastik, das ist nicht Holz, okay? Es ist ein Holzoptik. Werde nicht bezahlt für dieses Video. Oh, was ist das denn? Wo kommen die Sticker auf einmal her? Toll. Nein. Nö. Die ist so selten. Die gibt's 100 Mal. Entschuldigung, das gibt's genau 99 Mal, weil ich habe ja diesen Sticker hier schon in der Hand. Versteht ihr, was ich meine? Wow, was für tolle Sticker. Wo kommen die auf einmal her? Tun wir die erstmal auf Seite, die Sticker. Auf Seite, habe ich gesagt. Da ist der... In einer Holzverpackung, Freunde, die durchsichtig ist. Erkennt ihr diese durchsichtigen Bäume? Wir haben keine Mühen und Kosten gescheut, dieses Holzplastik zu entwerfen. Das war ein Baum, was 100 Jahre lang gewachsen ist. Ich finde, das ist uns sehr gut gelungen. Das ist, war sehr, also es war schwer. Wir müssen viele Bäume kreuzigen. Kreuzigen? Ich meine kreuzen. Okay. So, jetzt holen wir die aus der Verpackung raus. Und da haben wir das Werkzeug vor uns, Freunde. Kommt ein bisschen näher. So sieht es aus, Freunde. In schönen Blau. Und hier vorne
haben wir unser Tutu-Schriftzug. Hier vorne ist schon ein Bit drauf montiert. Das ist einmal das Pendaloben-Bit. Das Ganze ist magnetisch hier vorne. Pop, wie ihr seht. Damit ihr auch schön die Schrauben anheben könnt und damit der Bit an der richtigen Stelle bleibt. Hier vorne haben wir einen Pfeil. Wenn ihr so nach vorne drückt, dann könnt ihr das auf eure Länge der Hände anpassen. Insgesamt haben wir hier 10 Einstellmöglichkeiten. Natürlich ist das so, je länger ihr zieht, je instabiler wird das Werkzeug. Ganz leicht, wie ihr seht. Ganz leicht. Ich selber mache das lieber auf der kleineren Position, damit ich halt einfacher hier unter der Kamera filmen kann. Aber ihr, wie gesagt, ihr könnt selber das entscheiden, welche Länge ihr haben wollt. So, hier hinten haben wir natürlich die Bits versteckt, aber das Besondere auch daran ist, gerade beim Schrauben ist es wichtig, dass das Ding sich nicht mitdreht. So, meistens benutze ich das so. Ihr könnt es auch in der Hand halten, so, und so schrauben, das funktioniert auch. So, jetzt öffnen wir das Ganze, zack. Und so sehen die Bits aus, Freunde. Viele Leute wünschen sich sicherlich noch andere Bits. Wir sind echt am überlegen, ob wir vielleicht noch mehr in den Store einstellen. Das Problem ist, was ihr wissen müsst, ist, hier passen genau 6 Bit rein. Und ihr könnt auch nicht hier rein tun und versuchen, das zu schließen. Das funktioniert leider nicht. Das heißt, die Bits müsst ihr irgendwie separat lagern. Und das kann man ziemlich schnell verlieren. Das darf man nicht vergessen. Wir können es gerne anbieten für euch, aber das müsst ihr selber wissen, ob ihr das machen wollt. So, ich würde sagen, wir versuchen als erstes unser Pentalobenschraubenzieher. Dazu habe ich ein iPhone. Yeah. So, da haben wir unsere Schraube. Oh, shit. Wie gesagt, das Ganze könnt ihr auch rausziehen. Aber kein Mensch will, glaube ich, so ein Smartphone reparieren. Aber wie gesagt, das funktioniert genauso. Zack. Und da haben wir die Schraube in der Hand. Perfekt. So, jetzt nehmen wir mal ein anderes Smartphone, was ich schon hier vorbereitet habe. Und wechseln einfach mal den Bit. Und holen anderes raus. Am besten unser wunderbarer Kreuz. So, und hier sind hier 2 Schrauben am iPhone. Kreuzschraubenzieher. Dieses Werkzeug abhebt, Freunde. Das hiebt's doch nicht. Ups. Zack. Wunderbar. So, aber einen wichtigen Bit will ich euch unbedingt mal vorstellen. Normalerweise würde ich diese Schraube hier mit einem Schlitzschraubenzieher entfernen. Das Problem ist, beim Lösen, das hier, Moment, ich zeige euch das mal. Beim Lösen kann es sein, dass ihr abrutscht und aus Versehen, zack, diese kleinen SMDs einfach raushaut und schon habt ihr eure Platine zerstört. Diese Dinger kann man auch gar nicht so einfach wieder dran löten, auch wenn man es glaubt. Die sind fast mit bloßen Augen kaum zu erkennen. Also da braucht man schon ein Mikroskop oder was auch immer, um das Ding zu entfernen. Oder so eine Kamera wie mir, dann siehst du die. Man sieht die schon mit bloßen Augen, es ist nicht so. Aber die sind sehr schwer zu löten. Deswegen will ich euch ein Bit vorstellen, besser als dieses Schlitzschraubenzieher. Und das ist dieses Spezialschlitz. Das zeige ich euch mal. Und so sieht der aus, Freunde. Das ist der Spezialschlitz. Zack, und schon könnt ihr die ganze Schraube lösen, denn das hat deutlich mehr Grip, denn es umfasst die ganze Schraube und das hat schon einen Vorteil und da ist sie schon raus. Diese Schraube ist zugleich eine Schraube, als auch ein Gewinde für eine weitere Schraube, die von oben kommt, denn oben drauf kommt diese Blende und dann wird ebenfalls oben drauf noch eine weitere Schraube reingedreht. Also dieser Bit ist auf jeden Fall, erleichtert einem auf jeden Fall das Leben, ist ziemlich cool. Es macht auf jeden Fall Spaß, damit zu arbeiten. Und es geht alles viel schneller. Ja, Leute, was soll ich dazu sagen? Also, dieses Schraubenzieher ist wirklich kinderleicht zu bedienen. Ich kriege das wirklich mit meinen kleinen, zartigen Händen perfekt hin. So, jetzt werde ich euch mal zeigen, wie man ein Bit wechselt. Das geht wirklich kinderleicht. Du musst es ziehen. Du musst es ziehen. So, jetzt werde ich euch mal zeigen, wie man ein Bit wechselt. Das geht wirklich kinderleicht, Freunde. Wow, ich habe es geschafft. So, jetzt habe ich es reingemacht. Perfekt. Jetzt können wir weiter schrauben. Ja, Leute, was soll ich dazu sagen? Es ist wirklich das beste Werkzeug aller Zeiten. Kann man wirklich nicht anders sagen. Und ich würde sonst niemals ein anderes Werkzeug kaufen. Guck mal, wie einfach das Ganze zu bedienen ist. Nimm das hier da rein. Und so einfach geht das dann. Verstanden? Alles klar. Also dieses Werkzeug ersetzt sehr viele Werkzeuge. Diese ganzen Werkzeuge, die hier drin sind, ersetzt es. Okay, ich muss zugeben, vielleicht kein Hammer. Und auch keine Wasserwaage. Und auch kein Messgerät. Ihr wisst, was ich meine. Aber sehr, sehr viele. Freunde, das ist auf jeden Fall das beste Werkzeug der Welt. Nein, vermutlich ist es nicht das beste Werkzeug der Welt. Aber wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr es natürlich selbstverständlich gerne kaufen. Unten findet ihr natürlich den Link dazu. Das Werkzeug ersetzt auf jeden Fall sehr, sehr viele kleinere Werkzeuge, die ihr sonst normalerweise mit euch rumschleppen müsstet. So habt ihr natürlich alles in einem Werkzeug. Ob das euch gefällt oder nicht, das müsst ihr natürlich selber entscheiden. Und
Ich bedanke mich auf jeden Fall an alle Leute, die das Ding schon bestellt haben. So Leute, jetzt habt ihr die Möglichkeit, genau dieses Werkzeug aus dem Video zu gewinnen. Was müsst ihr dafür tun? Ganz einfach, schreibt mir Hashtag TutuShop in die Kommentare und schreibt was Nettes über mein Werkzeug oder einfach, warum ihr es einfach gewinnen wollt. Ihr könnt auch gerne lügen, Freunde, habe ich nichts dagegen, aber kennzeichnet das mit Hashtag Werbung. Alle Teilnahmebedingungen findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Einfach mal durchlesen. Also dann Leute, viel Glück dabei. So Leute, das war mein Mini-Unboxing und Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Auf diese Seite kommen zu weiteren Videos. Bei mir auf dem Kanal, links und rechts, wenn ich da Social Media auf den ich vertreten bin und direkt unter mir, kann ich kostenlos abonnieren, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Also dann Leute, danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Ciao.